Finale der U17 Edition des Nike Youth Cup des Berliner Juniorenpokals. Und es ist das Berliner Prestigeduell schlechthin, Hertha BSC gegen Union Berlin. Für die Jungs der Hertha hätte die Saison eigentlich kaum besser laufen können. Sie haben sich bis ins Halbfinale der deutschen U17-Meisterschaft gespielt und jetzt das Pokalfinale gegen Union. Die U15 hat es bereits vorgemacht und sich den Pokal geholt. Jetzt war es an der U17 nachzuziehen und ihrem Trainer ein Abschiedsgeschenk zu machen. Der wechselt zur kommenden Saison, nämlich akademieintern zur U19. Das Spiel begann an sich recht ruhig. Beide Teams tasteten sich erstmal so ein bisschen ab. Trotzdem gab es natürlich auch hier schon die ein oder andere Chance. Hier für die Hertha auf die linke Seite und dann Onoa, aber links am Tor vorbei. Die nächste Möglichkeit für die Hertha, eine Ecke von der rechten Seite übers Tor drüber geköpft. Allerdings, wie gesagt, beide Teams mit Möglichkeiten in Richtung des gegnerischen Tors. Union schön in den freien Raum gespielt, den Pass. Dann ab in die Mitte und da steht Namika Chukwura. Der bekommt allerdings keinen Druck hinter den Ball. Wieder die Unioner über die linke Seite. Wieder der freie Raum auf rechts. Der Ball in die Mitte. Engelbrett lässt durch und dann ist es Baris Kalajdzic mit dem 1:0 in der 26. Spielminute. Die Führung für die Eisernen. Hier nochmal zu sehen die Passstaffette. Erstmal über die linke Seite, rechts raus in den freien Raum. Engelbrett merkt, dass Kalajdzic hinter ihm steht und der muss den Ball nur noch reinlöffeln. Das gefiel auch Ex-Profi Boubacar Sanogo an der Seitenlinie der Unioner. Jetzt war die Hertha hier so ein bisschen aufgewacht. Erstmal der Freistoß ordentlich weg vom Tor, der Ball kommt allerdings gut. Aber Aslan Ogulari im Tor der Unioner hellwach. Starke Parade, jetzt eine Ecke. Akova rutscht weg, Clemens, aber wieder Aslan Ogulari hält die Führung der Unioner hier fest. Mit 1:0 aus Sicht der Eisernen ging es dann auch in die Kabine. Haut gerne hier bei diesem Video einfach mal auf den Like-Button. Und wenn ihr noch mehr aus dem Berliner Amateur- und Jugendfußball sehen wollt, dann drückt einfach auf Abonnieren und aktiviert die Glocke für die besten Spiele, sozusagen frei Haus. Weiter mit der zweiten Halbzeit. Union kam stark aus der Kabine und mit einem Chancenplus zurück ins Spiel. Die Hertha wirkte noch ein bisschen verschlafen, hatte sie doch gegen Ende des ersten Durchgangs hier noch den Ausgleich erzwingen wollen. Der Pass auf Graupner, aber der Pfosten hält die Herthaner im Spiel. Hier nochmal zu sehen, Graupner und dann ist es der Pfosten, der das 0:1 aus Sicht der Hertha festhält. Die schienen jetzt auch selbst wieder ein bisschen wacher zu werden. Aber in der Konsequenz immer noch zu ungefährlich, beziehungsweise der Keeper der Eisernen einfach zu stark. Dann eine Situation aus dem Slapstick-Lehrbuch, Missverständnis in der Hertha-Verteidigung und Benjamin Hoffmann spitzelt den Ball aus kurzer Entfernung in den Kasten von Konrad. Hoffmann, der war mit seinen beiden Toren im Halbfinale schon der Matchwinner gegen die Füchse und bringt mit diesem Tor die Eisernen ganz nah ran an den Pokal. 2:0 aus Sicht der Unioner. Jetzt war die Hertha hier wirklich gefragt. Aber erstmal blieben die Roten offensiv aktiver, aber Konrad im Tor der Hertha machte die Chance zunichte. Wieder eine Offensivaktion der Unioner. Über die rechte Seite, Ball in die Mitte und dann doch ein bisschen am Tor vorbei. Hin und wieder kam allerdings auch die Hertha zu offensiven Aktionen, allerdings dann am Ende in der Konsequenz eben nicht gefährlich genug. Und das war es dann auch. Die Eisernen besiegen die Hertha mit 2:0 Toren und krönen sich zum U17-Pokalsieger. Die Hertha zwar bemüht, allerdings ja zu viel in der Defensive beschäftigt und offensiv nicht konsequent genug nach vorne. Union machte mehr aus ihren Chancen und profitierte beim 2:0 aus ihrer Sicht dann auch vom defensiven Lapsus der Herthaner. Herzlichen Glückwunsch an die Eisernen, an Union Berlin zum Nike Youth Cup 2022.